Hallo, kann man mich hören? Ja. Hi, ich heiße Lukas Föhres, und ich bin Booker bei der Berliner Agentur Powerline. Ja, quasi. ja, was ist ein Agent? Es gibt ja unterschiedliche Formen quasi von Booking. Es gibt den Promoter oder die Promoterin. Ich bin beides, also ich bin Agent, ich bin aber auch Promoter, wenn ich zum Beispiel selber Konzerte veranstalte in Berlin. Und Agent, wenn ich quasi vermittle. Und also vielleicht erstmal zu mir, wie ich dazu gekommen bin, das zu machen. Ich habe vorher bei einer anderen Booking-Agentur gearbeitet, die heißt Melt Booking. Da habe ich weniger als Agent gearbeitet, deswegen ist das für mich eine relativ neue Rolle auch. Da war ich eher Promoter. Das heißt, wir haben dort deutschlandweit Konzerte veranstaltet und auch in Berlin lokal. Und Powerline ist eine kleinere Firma als Melt Booking. Man braucht auch Leute, um Konzerte zu veranstalten. Und die haben sich dazu entschieden, oder die haben es eigentlich noch nie anders gemacht, dass sie eben die Konzerte eher von lokalen Veranstaltern, also Promotern, veranstalten lassen. Und vermitteln dann eben als Agent die Konzerte, die Künstlerinnen, die Künstler zu den lokalen Veranstaltern in Berlin. Ich bin nicht so der Typ, der normalerweise Vorträge hält, wie man vielleicht merkt. Und ich weiß nicht, ob ihr gestern hier wart und Konzerte geschaut habt. Ich war gestern hier und es gab Freigetränke und dementsprechend verkatert bin ich. Deswegen stellt mir gerne Fragen. Ist mir ein bisschen lieber als, ich weiß nicht, ich will das nicht so akademisieren jetzt als Vortrag. Deswegen hatte ich euch ja auch schon vorab so eine E-Mail geschickt. Ein paar haben mir auch Fragen gestellt. Deswegen, ich weiß nicht, ob es, ich glaube, ihr braucht ja kein Mikrofon, aber stellt mir gerne immer Fragen. Es ist mir lieber, als wenn nachher noch so schüchtern zwei Fragen reingeworfen werden. Also, ja. Hi. Du meinst, ja. Ja, also klar, ich brauche natürlich, oder ich habe ein großes Netzwerk, würde ich mal sagen, an Kontakten. Zum einen natürlich zu Leuten, die in allen möglichen Städten Konzerte veranstalten oder auch Partys oder was auch immer. Vielleicht auch Personen, die Festivals kuratieren oder eben ja, Festivals buchen. Klar, ja, auf jeden Fall, das ist natürlich sehr wichtig. Okay. Voll. Ja, total. Ja, also das, genau, das war auch eine Frage, die ich geschickt bekommen hatte, war, wie mag ich es quasi, dass Musik zu mir kommt, so, ne? Oder wie sollte ich mich verkaufen oder präsentieren? Wie sollte ich so eine E-Mail formulieren? Was muss da rein? Oder keine Ahnung, oder du sprichst mich jetzt an. Da würde ich natürlich jetzt aus Höflichkeit nie Nein sagen und ich kenne deine Musik ja auch gar nicht. Das ist natürlich dann eh immer so der erste persönliche Kontakt, aber ich versuche eigentlich, also man kriegt täglich einige so E-Mails, wo sich Bands, Künstler, Künstlerinnen vorstellen. Und manchmal fragt man sich schon, wie kommen die jetzt darauf, dass ich jetzt unbedingt der Richtige für die bin, so? Weil es macht irgendwie musikalisch jetzt eher keinen Sinn, dass ich jetzt auf einmal eine Ska-Band buche, weil ich habe da so gar keine Verbindung zu und es ist jetzt nichts so, hey cool, aber warum denkst du, dass ich jetzt der richtige Booker für dich bin? Also dahingehend, dass ich kein richtiges habe, ist das schon okay, dass man mir alles schickt so?
Aber ich bin schon eher so experimenteller, elektronischer, aber ich buche auch Indie-Bands. Also ich sage immer so, was mir so gefällt. Keine Ahnung. Nö, ich würde das gerne einfach immer so weiter behalten. Also warum soll ich mich festlegen auf ein Genre? Ich höre auch privat jetzt nicht nur einen Genre, also deswegen, nee, habe ich nicht vor. Ja, du kannst mir gerne was schicken. Meine E-Mail-Adresse hast du ja jetzt. Also ich hatte, ich gebe sie dir nachher. Ja, klar. Hi. Ja, so oft läuft es halt schon so, dass ich, also ich bekomme viel Musik zugeschickt, das ist so der eine Weg. Ich würde es irgendwie, ja, ich glaube, es ist auch irgendwie so meine Pflicht, ne, da ist ja auch eine Person, die mir was schickt, zumindest einmal so, ich lese die E-Mail an, manchmal merke ich halt auch irgendwie, ja, okay, das ist jetzt irgendwie nicht so für mich. Aber eigentlich höre ich schon überall so kurz mal rein und wenn ich so das Gefühl habe, ah, okay, das könnte was sein, dann versuche mich schon damit zu beschäftigen. Manchmal nicht direkt in dem Moment, weil, keine Ahnung, man hat vielleicht in dem Moment nicht so die Aufmerksamkeit oder so, aber ich habe einen Ordner, wo ich all diese E-Mails parke und mich da ab und zu mal durchhöre, wenn ich es nicht direkt gemacht habe. Also das ist auf jeden Fall ein Weg. Oder ich gehe selber zu Konzerten und entdeckt vielleicht meine Band, also so ganz klassisch, ne? Oder ja, ich treffe jemanden, erzählt mir, ich habe eine Band oder ich mache Musik. Gibt es ja unterschiedlichste Wege. Ja, du? Also jetzt gerade habe ich schon relativ viele Bands in meinem Roster, wahrscheinlich so zwischen 40 und 50, was glaube ich schon, ja, vielleicht ist es zu viel, aber man arbeitet ja auch nicht immer an allen gleichzeitig. Also es sind ja nicht immer. Ich manage selbst gar keine Bands. Ja, also ich bin bei, ich würde mal sagen, so 70% der Bands bin ich nur Veranstalter in, also nationaler Veranstalter, also der, ich organisiere deren Tourneen in Deutschland. Bei den anderen bin ich Agent. Also das heißt, sorry, bin viel näher dran. Da entwickelt man dann auch so von Anfang an so Strategien mit. Da findet auch schon echt ein engerer Austausch statt. Also das ist auch sehr zeitintensiv. Aber das macht mir eigentlich gerade am meisten Spaß. Und bei diesen Bands buche ich die theoretisch auch über Deutschland hinweg. Also zum Beispiel Ilge Noor, die hat letztes Jahr hier gespielt, die gibt auch hier einen Workshop, heute glaube ich. Da bin ich zum Beispiel Agent. Also sie hat jetzt dieses Jahr zum Beispiel beim Showcase Festival gespielt in Brighton, beim Great Escape Festival und sie singt auf Englisch. Da ist dann vielleicht eher gegeben, dass man auch außerhalb von Deutschland bekannt werden kann so und das wird wahrscheinlich so Schritt für Schritt kommen, ja. Einige schon seitdem ich quasi booke, das jetzt so 6, 7 Jahre und andere erst seit 2, 3 Monaten, also total unterschiedlich. Aber man merkt schon, also bei denen, die man halt länger bucht, einige wohnen auch zum Beispiel in Berlin, dass man sich dann auch mal so trifft und da ist dann schon eine nähere Bindung so entstanden oder man sieht sich auch mal so auf Konzerten oder geht mal ein Bier trinken, keine Ahnung. Also das ist schon schön, wenn man da so einen engeren Austausch hat. Normalerweise, also bei den anderen 70%, ist es eher so, dass dann eben der englische Agent mir schreibt, hey Lukas, das ist hier die Band, also wenn es jetzt sagen wir mal eine neue Band ist,
könnte was für dich sein. Hör doch mal rein. Hast du Lust, die nächste Tour in Deutschland zu buchen? Und dann gebe ich ihr Feedback, ob es mir gefällt. Sagen wir jetzt mal, ich interessiere mich für die Band. Dann wird so nach Einschätzung gefragt, wo ich denn das so sehe, in welchen Städten, an welchen Orten. Und dann geht es eben so Schritt für Schritt seinen Lauf. Aber ich habe so gesehen, nur für diesen einen Teil Deutschland bin ich so mit in den Planungen involviert und kann natürlich auch so meinen Input geben. Aber das große Ganze ist jetzt so nicht in meiner Hand. Und wenn ich Agent bin, ist es eben andersrum. Und das macht mir mehr Spaß und da möchte ich mich schon ein bisschen mehr hin entwickeln. Und ja, hofft natürlich zum Beispiel, dass jetzt so eine Band wie Ilgen Nur eben, dass da mehr passiert und ja, dass sich das eben in die Richtung entwickelt. Ja. Hi. Eigentlich bin ich da eher reingerutscht. Also ich komme aus Köln und da habe ich in Bands gespielt und auch selber ja, Konzerte veranstaltet für meine eigene Band oder auch mal so Abende mit anderen Bands zusammen. Ja, vielleicht habe ich da angefangen, mich so ein bisschen damit zu beschäftigen. Wie läuft das? Also, wenn man sieht, da spielt jetzt eine Band, die man mag, und man fragt dann eben an, ob man da Support spielen kann. So, bei wem meldet man sich? Da fing das vielleicht so ein bisschen an, dass ich gerafft habe, wie das so läuft. Aber jetzt, ich hatte nie vor, Booking selber zu machen eigentlich. Ich bin dann nach Berlin gezogen für ein Praktikum bei Elf Freunde. Damals wollte ich nämlich Sportjournalist werden. Oder hatte das irgendwie so vor. Und damals waren Meld Booking und Elf Freunde im selben Büro und ich habe dann so die Leute kennengelernt. Und einer meiner jetzigen Kollegen, der damals noch bei Meld Booking gearbeitet hat, hat mir, als ich dann gesagt habe, ich gehe jetzt zurück nach Köln, um da zu studieren, gesagt, hey, studieren, das ist doch gar nicht dein Ding. Du solltest bei uns arbeiten. Und das hat, glaube ich, so ein bisschen so den die Saat so in mein Gehirn gesetzt, weil das mit dem Studieren in Köln hat dann nicht so funktioniert und dann meine Freundin damals wollte, dass wir zurück nach Berlin ziehen. Ich war so, okay, ich brauche einen Job. Dann habe ich ihn angerufen und meinte so, hast du einen Job für mich? Und dann habe ich halt da angefangen zu arbeiten. Und dann ging das halt so Schritt für Schritt. Ja, was vielleicht interessant ist, ich habe eine Ausbildung gemacht auch zum Veranstaltungskaufmann hier in Berlin. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass es nötig ist, um Booking zu machen. Ich denke mal, für meinen damaligen Arbeitgeber war das eher eine billige Beschäftigung, um mich quasi 2,5 Jahre lang zu binden. So. Es hat schon, ja, hat mir jetzt keinen Spaß gemacht. Ich habe parallel Vollzeit gearbeitet und habe halt die Ausbildung gemacht. Ja. Vielleicht bringt es mir irgendwann mal was, weiß ich nicht. Aber das war so mein Werdegang. Und während der Ausbildung habe ich schon angefangen, halt bei Meld Booking Bookings zu machen. Ich habe auch bei den Festivals da gearbeitet. Und die hatten schon von Anfang an, hatte ich so zwei Leute da, die schon wussten, dass mich das interessiert. Und die haben mir dann öfter mal kleinere Booking-Jobs gegeben. Ich habe dann quasi für Booker dort war ich quasi der Sub-Booker, also gar nicht an der Oberfläche quasi. Niemand weiß, dass ich so die Tour gebucht habe, aber ich habe quasi für jemand anderen Tourneen gebucht, aber man kannte mich dann gar nicht so. Aber das war halt super für mich, weil ja, da konnte ich mich halt ausprobieren, ohne halt quasi letzten Endes die Verantwortung tragen zu müssen für Fehler, die auch mal so passieren. Das war eigentlich das Beste, was mir, glaube ich, so passieren konnte. Da habe ich richtig viel gelernt und habe dann auch einige Bands von einer Bookerin dort übernommen. So. Und ja, ich glaube, die Leute da haben auch so viel Vertrauen in mich gehabt. Das hat mir auf jeden Fall geholfen. Und dann habe ich halt Schritt für Schritt angefangen, so ein bisschen mit den Bands, die ich so hatte,
Bands quasi anzunehmen und meinen Roster so zu vergrößern. Die Bands, mit denen ich am Anfang zusammengearbeitet habe, dort habe ich mir quasi ja nicht selber ausgesucht. Wie gesagt, es hat mir ja total geholfen, um Erfahrung zu sammeln. Aber mehr Spaß hat es mir dann gemacht, als ich mit Bands angefangen habe zu arbeiten, die ich mir selber ausgesucht habe. So. Und ja, die meisten davon sind immer noch bei mir. Als ich jetzt ich bin von Melt Booking zu Powerline gewechselt quasi Ende letzten Jahres. Und ich weiß nicht, es gibt keine Verträge zwischen Bands und Booking-Agenturen. Also zumindest nicht auf dem Level, wo ich so arbeite. Ich schätze mal, dass irgendwie Popstars schon Verträge haben mit ihren Agenten. Bei uns ist es halt nicht so. Eine Band will vielleicht mal den Booker wechseln oder ich bin zu einer anderen Agentur gewechselt und konnte dann halt meine Bands fragen, wollt ihr mit mir mitkommen oder wollt ihr halt bei Melt Booking bleiben? Und die meisten sind halt mit mir mitgekommen und ein paar Bands, was schon eher so die größeren waren, sind dann halt da geblieben, weil sie eben auch schon lange bei Melt Booking waren. Aber ein paar sind auch von den größeren sind dann halt mit mir mitgekommen. Das ist natürlich super. Ja, und ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Gibt es noch eine Frage? Ja, du, nee, sorry, du mit der Kappe. Du hast dich schon länger gemeldet. Also genau, also macht zum Beispiel jetzt gerade mit ein paar Bands so Pläne, was zum Beispiel nächstes Jahr so passieren könnte oder was so deren Vorstellungen sind. Eine Band zum Beispiel bringt nächstes Jahr im März ein neues Album raus und dann haben wir uns letztens zusammengesessen, gesetzt und überlegt, was nächstes Jahr so passieren sollte mit also eine Band, bei der ich Agent bin auch. Die auch schon international ein bisschen gespielt haben, wo man dann spielt. Man guckt nochmal so, was war jetzt eigentlich bei der letzten Tour so los, was waren erfolgreiche Städte, wo geht man da als nächstes hin, in welche Venues. Ja, sowohl als auch. Also wenn jetzt Münster extrem gut gelaufen ist, dann könnte man da sicherlich drüber nachdenken, nochmal hinzugehen und vielleicht in einen größeren Raum zu gehen. Bei einer Stadt wie Münster, wenn es jetzt eher so okay lief, dann würde ich es wahrscheinlich einfach auslassen und entweder gar nicht in so eine Stadt wie Münster gehen oder. Also man kann sich halt konzentrieren auf die A-Städte, das sind halt so eher so die so Städte wie Berlin, Köln, München, Hamburg, so, vielleicht mal noch Frankfurt. Nennt man dann auch irgendwie so Medienstädte. Da wollen dann immer, dass die Labels und die wollen halt, dass die Bands dort spielen, weil da die meiste Presse ist, Lokalpresse, so. Logischerweise auch, weil da die meisten Leute wohnen. Aber eine Stadt wie Nürnberg zum Beispiel hat auch ein großes Einzugsgebiet, also und liegt irgendwie so vom Routing her interessant, weil man kann halt irgendwie, wenn du im Süden bist, brauchst du halt irgendwie was dazwischen und Nürnberg liegt weiter nördlich, als man manchmal denkt und bringt einem dann irgendwie auch was weiter. So. Münster ist für mich irgendwie ein bisschen schwierig. Ich habe immer so das Gefühl, da funktioniert zum Beispiel eher so Gitarrenmusik und meine Bands sind es eher nicht so und ich habe eigentlich nie irgendwas in Münster. So. Keine Ahnung. Nur so als Beispiel. Also bei der Band jetzt zum Beispiel, da gibt es dann, was lief zum Beispiel gut. Köln war zum Beispiel ausverkauft und dann kann man sich da schon auch trauen, in eine Venue zu gehen, die vielleicht doppelt so groß ist. So. Ja, also ich arbeite relativ viel auch mit Venues direkt zusammen.
Zum Beispiel Übel und Gefährlich in Hamburg so. Fragt die dann, ob die das machen wollen. Also die Band heißt Lia Porcelain und die haben zum Beispiel letztes Mal dort im Turmzimmer gespielt und das war ausverkauft. Und jetzt ist natürlich bei denen in-house der Ballsaal nebenan, sind so 450, ist glaube ich da die kleinste Kapazität, ist natürlich schon ein relativ großer Sprung. Aber ich habe die gefragt, ob die das machen wollen und die haben Lust dazu und dann machen wir das nächste Konzert halt dort zum Beispiel. Genau, also entweder mit den Venues direkt. Ich weiß nicht warum, aber mit manchen kommt man halt gut klar und man hat da so einen direkteren Weg irgendwie. Oder aber ich spreche mit lokalen Veranstaltern in Hamburg zum Beispiel, Carsten Jahnke oder FKP Scorpio zum Beispiel oder Oha Music. Die fragen dann bei den Venues die Freitermine an, schicken mir vielleicht auch Vorschläge für andere Venues, checken mehrere gleichzeitig, also übernehmen quasi den Job, den ich jetzt mache, wenn ich zum Beispiel dem Übel und Gefährlich schreibe. Manchmal macht es natürlich auch Sinn, jemanden einzubinden quasi lokal, weil die haben vielleicht andere Promo-Wege als jetzt zum Beispiel das Übel und Gefährlich. So. Weil die vielleicht für eine bestimmte Musikrichtung stehen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in Köln mit Cedric spreche, der lokal veranstaltet und der zum Beispiel im Club Bahnhof Ehrenfeld bucht, was so ein bisschen, glaube ich, so einen Ruf hat für so viel Hip-Hop und Produzenten-basierte so Musik. Dann weiß ich, habe ich so ein besseres Gefühl dafür, als wenn ich jetzt mit Prime Entertainment spreche, die, glaube ich, eher nicht so in der Richtung die richtigen Kanäle haben. So. Und da muss man auch so ein bisschen überlegen, mit wem man halt zusammenarbeitet, so, um das Publikum eben anzusprechen. So. Ja. Ja, du? Ja, voll. Also zum Beispiel bei Lia Porcelain, da war das so, da habe ich von jemandem, der A&R ist bei einem Label, wo ich jetzt, also die Person kannte ich jetzt gar nicht. Ich glaube, da ging es für ihn so darum, die Musik der Band eben Leuten aus dem Live-Bereich zu zeigen, um mal so ein bisschen rumzuhören, wie das so ankommt so. Und es war eigentlich schon so ein fertiges Album und ich hatte von der Band noch nie was gehört und ich fand es irgendwie ja genial und es gab aber so gar nichts zu der Band und dann habe ich aber trotzdem angefangen oder ich habe ihm halt geschrieben, dass ich es total super finde. Der war dann im Endeffekt gar nicht involviert und hat gar nicht mit der Band gearbeitet, aber ich habe mich dann halt mit der Band getroffen und ja, wir haben so über deren Vorstellungen gesprochen und wir haben uns auch so gut verstanden, sag ich mal so. Und das war so der Startpunkt für die Zusammenarbeit, ne? Also ich hatte gar keine Ahnung von denen und ich habe kein Foto gesehen oder sonst was. Ich fand halt nur die Musik gut. Aber manchmal kriegst du natürlich auch irgendwie eine E-Mail geschickt und so ein bisschen wo die Band dir eher schon so auch präsentiert wird. Jetzt, die haben vielleicht noch nicht in Deutschland getourt, aber eher so im Sinne von Band aus Frankreich, verkaufen da schon 1500 Tickets und so. Wir wollen jetzt den ersten Schritt in Deutschland machen, so realistische Vorstellungen, aber was ist denn so deine Idee? Und klar höre ich mir dann die Musik an und wenn ich es gut finde, schicke ich meine Ideen rüber so. Sorry.
Das ist auch immer so ein bisschen unterschiedlich. Also man hat auch bei manchen Bands so bestimmte, also eher wo man Agent ist, so ein bisschen auch so Deals gefunden, worum kümmern wir uns als deren Agentur und was machen die selbst. Also beispielsweise buchen wir keine Reise für Künstler. So haben wir irgendwie gar nicht so die Zeit für und die Kapazitäten quasi. Wenn wir jetzt für alle die Reise buchen würden, das ist so kleinteilig, das machen wir eigentlich gar nicht. Hotels, also diese ganzen Sachen wie Hotels und so, das machen wir eigentlich nicht, wenn wir nicht, also wenn ich jetzt selber ein Konzert veranstalte, dann schon, aber normalerweise kümmern wir uns halt um solche Sachen eigentlich nicht. Bei Promotion schon, wenn wir selber Promoter sind. Was wir aber machen als Tourpromoter ist zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Tour gebucht habe, machen wir selber das Artwork für die, außer die Band macht, will selber eins gestalten, entwerfen wir halt ein Artwork für die Tour. Ich mache auch selber Promo dahingehend, dass ich bei möglichen Präsentatoren mich halt melde und zum Beispiel den Musikexpress frage, ob die die Tour präsentieren wollen. Im Magazin, aber auch online. Okay, dann sagen die ja, dann habe ich so ein bisschen so das Musikmagazin, dann frage ich noch zwei Blogs, ob die auch noch was machen möchten online und rufe noch bei Byte.fm an oder so, keine Ahnung. Also da um die Tour-Promo kümmere ich mich dann auch selber, ja. Und wir kündigen das dann eben auch an, online. Das ist auch noch so meine PR-Aufgabe quasi, ja. Und ansonsten ist eher meine Aufgabe zu überprüfen, wie die lokalen Veranstalter die Tour promoten. So. Um halt zu schauen, ob die lokal ihr möglichst Bestes geben, um die Tour zu bewerben. So, ja. Ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet. Du ganz hinten? Das habe ich mir aufgeschrieben. Hatte mir nämlich schon jemand. Ja, und dann sage ich am Ende, welche ich am besten fand. Also eigentlich, ich finde gut, also bestimmte Links irgendwie sollten schon dabei sein. Ich meine, wenn du jetzt irgendwie keinen Online-Auftritt hast, dann muss jetzt nicht extra einen für mich entwerfen, so wie ich jetzt ja eben das Beispiel genannt hatte bei der einen Band. Das war ein privater Soundcloud-Link mit dem Album zum Beispiel. Das ist ja schon, also das finde ich ziemlich gut zum Beispiel. Im ersten Schritt reichen ja vielleicht auch ein paar Songs, aber so Soundcloud finde ich immer so am besten. Ich finde richtig nervig, wenn ich so Dropbox-Links geschickt bekomme, wo ich dann erst quasi jeden einzelnen Song runterladen muss, weil das so einzelne Files sind. Das sind schon so zu viele Klicks und irgendwie verliere ich mich dann und dann habe ich vielleicht nur einen Song davon angehört. Ich meine, ich bin auch ehrlich, ich klicke auch so ein bisschen durch, aber bei zum Beispiel sowas wie SoundCloud geht es halt am einfachsten. Ja klar, aber ansonsten die gängigen Sachen, sowas wie Spotify oder so, benutze ich auch. Live-Videos, wenn ihr das habt, finde ich irgendwie ganz interessant, weil ich dann schon mal sehen kann, wie so das Live-Setup ist und wie du jetzt auftrittst, so. Oder ja, ein Foto zum Beispiel finde ich jetzt nicht so wichtig, außer das repräsentiert jetzt zum Beispiel, wie du, ja, weiß ich nicht, wenn du jetzt irgendwie in einem verrückten Kostüm auftrittst und du beschreibst vorher in einem kurzen Text, wer du so bist und was du machst, dann fände ich das schon auch interessant natürlich, aber jetzt nicht so wichtig. Ja. Und ich würde es eher kurz halten. Manchmal wird man erschlagen mit so richtig krassen, langen E-Mails. Das ist dann irgendwie auch so ein bisschen nervig. Ja, du? Ich würde es dann nicht
Doch, schon. Ja. Ja. Lässt mich dann vielleicht schon so ein bisschen aufhorchen. Klar. Ja. Du? Ich bin fest angestellt, ja. Ja, danke. Naja, dadurch, dass ich festangestellt bin, kriege ich monatlich mein Gehalt. Eigentlich gehen alle Einnahmen natürlich zur Booking-Agentur so. Ich meine, genau. Klar, nee, also, oder manchmal nimmt man sich auch nichts, weil das irgendwie so wenig ist, dass man das irgendwie so eins zu eins weiterreicht. Naja, ich meine, das ist halt so die Balance. Ich habe ganz viele Bands, die sind klein und da verdiene ich jetzt vielleicht noch kein Geld mit, so, aber man muss natürlich auch irgendwie irgendwo anfangen, so. Ich habe aber auch ein paar Bands in meinem Roster, mit denen ich, also ich oder für die Agentur, mehr Geld verdiene. Und ich denke mal, so hält sich da so ganz gut die Waage und von den. Okay, also ich habe ja die Frage dahingehend beantwortet, dass ich ein Festgehalt verdiene. Was. Ja. Genau, das kommt durch meine Arbeit. Da guckt jetzt niemand und sagt, ey, du musst jetzt aber diesen Monat noch 5 Bookings machen, sonst erreichst du nicht deinen Schnitt oder sowas. Also sowas gibt es bei uns jetzt nicht. Wäre auch Quatsch, weil es gibt mal irgendwie Phasen, da. Also bei mir, dadurch, dass ich vielleicht auch ein großes Roster habe, sind meine Bands, ich habe eigentlich immer zu tun und es sind auch immer Bands da und ich generiere quasi auch immer Geld. Aber klar gibt es auch mal Phasen, wo du jetzt nicht jeden Tag 3 Shows bestätigst und so weißt, okay, ich verdiene jetzt irgendwie Kohle, aber man kann, weiß natürlich irgendwie so, ist es absehbar, dass jetzt im Herbst habe ich relativ viele Bands, die unterwegs sind. Aber gestern hat mir zum Beispiel irgendein anderer Booker erzählt, boah, mein Herbst ist so voll, ich habe 14 Bands auf Tour und war so, okay, habe ich jetzt zum Beispiel nicht. Und der arbeitet auch eher bei einer kleineren Agentur. Aber ich weiß zum Beispiel, dass ich ein paar größere Konzerte schon im Verkauf habe und die laufen super und da werde ich halt am Ende auch dann Geld verdienen so und drumherum halt noch viele kleinere Sachen so war ein guter Festivalsommer, also irgendwie es gibt sich so die Balance, ja. Du? Mhm. Ja, das kenne ich. Ja, klar. Ja, im Endeffekt läuft es ja auch schon so. Am Anfang fange ich vielleicht mit jemandem an und also oder andersrum, wenn ich jetzt zum Beispiel mit jemandem noch nicht zusammengearbeitet habe und der meldet sich bei mir und möchte mal, dass ich ein Konzert in deren Venue veranstalte oder so. Und dann überlege ich, okay, was kann ich jetzt so machen? Keine Ahnung, wie Augsburg oder so. Und dann habe ich vielleicht auch meine Band, wo ich jetzt denken würde, ja, das könnte ich da jetzt hinschicken. Wird vielleicht jetzt nicht ausverkauft, aber irgendwo muss man ja mal anfangen. Dann habe ich schon so im Hinterkopf, ja, mach doch jetzt mal das und dann gebe ich dir auch mal noch was anderes so, ne?
Und ja, ich habe auch Bands, die finde ich mega, aber irgendwie so richtig läuft es auch nicht seit 2, 3 Jahren. Aber manchmal, ich würde jetzt nicht so sagen, sucht euch wen anders oder so. Wenn ich die Band so gut finde, dann arbeite ich weiter mit denen so. Aber ich kann natürlich auch verstehen, wenn dann Venues mal sagen, okay, lassen wir jetzt aus, aber ich würde es gar nicht so zu dem Schritt gehen, dann wieder und wieder mit denen zu sprechen, sondern ich würde mir dann eher andere Leute suchen in der Stadt oder einen anderen Ort. Oder ich würde auch vielleicht mal der Band sagen, macht das jetzt Sinn, dass ihr nochmal da spielt? War ja letztes Mal nicht so gut. Lasst uns lieber die Stadt auslassen oder vielleicht einen Schritt zurückgehen, was anderes ausprobieren, als so immer das Gleiche zu machen vielleicht. Ja, also wenn ich jetzt eine Band buchen würde, die mein alles abdeckt, was ich mit den 40 Bands mache, dann ja klar. Aber bei mir ist es eben so, dass ich relativ viele kleinere Bands buche. Ich muss natürlich so ein bisschen gucken, was kann ich selber überhaupt leisten so. Aber von den, sagen wir mal, von meinem ganzen Roster habe ich jetzt, glaube ich, so über das Jahr hinweg vielleicht so an, ja so 25, 30 Bands so aktiv gearbeitet. Manche kommen dann gar nicht, manche waren nur für 2 Shows da. Also es klingt jetzt immer so, als würde ich jetzt das ganze Jahr an einer Band aktiv arbeiten, aber es ist ja gar nicht so. Und dadurch, dass ich vielleicht eher mit mehreren Bands zusammenarbeite, kann ich das so ein bisschen aufteilen. Ich kenne auch andere Leute, die Booking machen und die, egal jetzt wie groß oder klein, arbeiten vielleicht auch ein bisschen. Würde ich auch zugeben, es ist vielleicht manchmal ein bisschen verfranster und kleinteiliger, dadurch, dass ich so mit vielen arbeite. Vielleicht mag ich das auch. Andere arbeiten lieber nur mit 5, 6 Bands zusammen und können sich so besser fokussieren, fahren vielleicht auch zu jedem Festival mit der Band mit und so. Das mache ich jetzt nicht so. Keine Ahnung. Ja, also ich ärgere mich eigentlich den ganzen Tag nur. Ja, zum Beispiel gestern eine Absage, wobei es vorher schon bestätigt war, wo dann irgendwie das Management schreibt, jetzt ist uns die eine Show weggefallen, jetzt müssen wir das Festival absagen. Und ich bin so, oh nee. Zum Glück war das noch nicht angekündigt. Jetzt habe ich die hier gestern getroffen und wir haben darüber geredet und ich habe gesagt, wir müssen das unbedingt machen. Und heute sagen sie mir dann, ob sie es machen können oder nicht. Also immer so, es sind immer so ganz viele so Sachen in der Schwebe und man muss schon an sehr viele Sachen denken. Ich bin jetzt zum Beispiel nicht so der Typ, der an seinem Computer 1000 Kalender führt und Notizen hat und so. Ich würde mir vielleicht ein bisschen helfen, aber ich bin da eher so in E-Mails und in meinem Kopf und man telefoniert viel rum. Doch, man ärgert sich schon viel, aber es gehört irgendwie dazu. Keine Ahnung. Ja, und schöne Momente, wenn man zum Beispiel gestern tolle Konzerte seiner Band sieht. Keine Ahnung, also, klingt jetzt so kitschig, aber ist natürlich super. Wenn man sieht zum Beispiel, ich hatte gestern Boy Harsha hier spielen und die sollten erst in einer viel kleineren Venue spielen. Und dann habe ich mich zum Beispiel gestern gefreut, dass wir entschieden haben, in einen größeren Raum zu gehen, weil das irgendwie total gut funktioniert hat und mit Einlassstopp voll war und so. Und so Sachen freuen einen dann. Oder wenn Leute dann zu einem kommen und sagen, super geil, wo machst du das nächste Konzert? Keine Ahnung, irgendwie so Sachen. Ja.
Boah, schwierige Frage. Ich kann jetzt nicht so pro forma beantworten, aber ich würde schon gucken, was haben Booking-Agenturen für Bands auf ihrem Roster und würde vielleicht eher so gucken, passt die Agentur zu mir? Also wir machen es zum Beispiel schon so, dass wir so E-Mails, die wir jetzt bekommen, auch so an alle anderen im Team, die bei uns buchen, weiterleiten. Manchmal ist es ja nichts für mich, aber sagen wir mal, es ist jetzt was, wo ich schon sehe, das ist jetzt irgendwie gut, aber nicht so meins, dann schicke ich es zumindest einmal an alle anderen und sage so, hey, wie findet ihr das denn? Und ich glaube, so ist es bei vielen. Also so war das auch bei Mail Booking, wo ich vorher gearbeitet habe. Wir haben dann überall mal so kurz reingehört und dann irgendwie abgesagt oder jemand hat, der es interessiert, hat sich dann direkt bei der Person halt gemeldet. Also ich, ja, wie findet man die richtige? Ich glaube, das ist so eigentlich der einzige Weg, der mir jetzt so einfällt. Oder jemand meldet sich bei dir natürlich. Da musst du entscheiden, ob die Person die richtige für dich ist. Ja, du? Ja. Ja, so. Also für mich ist München irgendwie schwierig, weil na, zum Beispiel so Sachen wie Shushu oder so. Da so die richtigen Leute zu finden, die so ein Konzert dann veranstalten. Aber jetzt zum Beispiel habe ich einen ganz guten Draht da zu Leuten gefunden und manchmal, oder ich habe in den Kammerspielen zum Beispiel auch schon Sachen gehabt, aber ja, ich bin, habe da irgendwie nicht so den Bezug zu irgendwie. Und manchmal liegt es eben auch einfach daran, was die Bands so vorhaben. Also bei Forest Swords zum Beispiel, dann kriegt man manchmal auch nur 4 Tage oder so und dann wird einem manchmal auch ganz konkret gesagt, vielleicht liegt es auch so ein bisschen an so bestimmten Routing-Achsen, die es so gibt. Irgendwie dann kommen die irgendwie aus England, machen so Frankreich, gehen dann nach Benelux und kommen dann so eher so im Westen rein und spielen halt so Köln und dann Hamburg, Skandinavien, Berlin. Also irgendwie, wenn es dann nicht so runtergeht, dann ist halt auch schwierig für mich, München so ja, auf die Karte so zu bringen. Doch, schon, doch, doch. Ja. Nee, also ich probiere schon auch immer Sachen in München zu machen, aber manchmal gibt es sich halt auch einfach nicht. Ja. Ich lasse München aber nicht absichtlich aus oder so. Ja, wen hatte ich denn noch nicht? Dich vielleicht? Spielt ihr denn schon selber Auftritte oder also ihr organisiert euch gerade die Auftritte selber? Ja.
Also ja, es würde auf jeden Fall Sinn machen für euch, jemanden zu haben. Aber wenn es zum Beispiel das, ja, ich hatte auch, habe auch mal mit einer Band zusammengearbeitet, die haben auch, weil sie eben nicht von der Musik leben konnten, also können die meisten nicht, aber es war eine deutsche Band und da war das dann teilweise schon sehr nervig, weil man dann immer, da mussten alle drei immer checken und so viele Anfragen kamen da jetzt auch nicht rein, weißt du, und dann kamen mal Sachen oder man hat an was gearbeitet und dann hieß es doch auf einmal, der eine kann da nicht, der kann nicht, wegen Arbeit so, ne? Und dann ist es dann schon auch für mich total nervig, wenn ich an Sachen arbeite und im Endeffekt klappt es dann nicht. Also so ein bisschen mehr Fokus auf die musikalische Karriere macht dann natürlich schon Sinn. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel mit irgendwem sprechen würdet, der für euch, der Interesse hat, euch zu buchen, dann wäre es für die Person wahrscheinlich schon wichtig zu wissen, dass ihr euch darauf auch einlasst oder vielleicht bereit seid, zumindest einen Teil im Jahr, wenn ihr zum Beispiel auf eine Tour spielen wollt oder so, weißt du, da in dem Zeitfenster bekommen wir das hin, da ist dann die Musik, steht dann so an erster Stelle, wir nehmen es irgendwie, vielleicht auch Urlaub, ich weiß nicht, aber wie ihr es halt machen könnt. Und fokussieren uns zumindest mal in einem gewissen Zeitraum nur auf die Musik. Ich glaube, das macht schon Sinn, wenn man das einrichten kann. So. Also jetzt zum Beispiel bei Ilge Nur. Da weiß ich zum Beispiel, da, also wir haben jetzt noch keine Tour gebucht, aber ich glaube, so über die Festival-Bookings, die wir so dieses Jahr hatten, war das dann so, oh, jetzt kann man mal die Miete zahlen oder so, ne? Oder sich mal Effektgeräte kaufen, keine Ahnung. Aber man investiert ja auch viel. Also wenn ihr jetzt selber eine kleine Tour spielen würdet, dann habt ihr auch total viele Kosten. Also muss man natürlich dann auch schauen, dass sich das so die Waage hält mit, keine Ahnung, Auto, Sprit, Unterkunft. Nehmt ihr jemanden mit, der für euch den Ton mischt oder so, weißt du, so, also all diese Kosten muss man natürlich gucken, dass ihr euch da nicht, dass ihr nicht selber ins Minus geht nach Natur, so, ne? Aber ich kann das jetzt nicht so aus dem Kopf für euch pro forma ausrechnen, aber. Ja, es gibt zig Deal-Modelle, aber also jetzt für Konzerte. Bei einem Festival-Booking, was ja einfach nur ein Flat-Deal ist, also eine fixe Gage, bekomme ich eine Booking-Fee entweder on top, das sind dann 15%, oder ich ziehe mir das von der Gage, die geoffert wird, ab und leite das dann an die Band weiter. Genau. Und bei Konzerten gibt es halt total verschiedene Deals. Also, ja, vielleicht auch für euch interessant. Bei so kleineren Shows ist es ja oft so, da gibt es dann irgendwie einen Door-Deal beispielsweise. Da hast du ja noch kein Geld verdient vorher. So, dir ist nichts garantiert worden. Ebenso die Garantie gibt es ja entweder, jemand sagt dir, okay, du kommst zu uns und wir geben dir 200 Euro. Das ist dann alles. Also dann kriegst du noch Essen und vielleicht Unterkunft, aber du kriegst hier 200 Euro. So. Aber dann gibt es ja zum Beispiel auch den Fall, dass du kriegst die 200 Euro, aber du kriegst auch noch von jedem verkauften Ticket, also von den Gesamteinnahmen, die Hälfte zum Beispiel. Dann gibt es zum Beispiel den Deal Garantie versus Prozente ab Ticket 1. Das wäre dann zum Beispiel der Fall. Das heißt, du hast ein Gesamtvolumen der Einnahmen. Das Konzert ist am Ende ausverkauft, was viel mehr sind als die 200 Euro. Und davon die 50% wären dann euer Walkout. Und das könnten dann zum Beispiel auf einmal 700 Euro sein. Gibt es halt auch so Kostendeals. Jemand
sagt dir, wo der Break-Even-Point liegt, also wonach die eben Geld verdienen nach den ganzen Ausgaben, die sie haben, dafür, dass das Konzert veranstaltet wird. Und das ist jetzt irgendwie Summe X. Und nachdem diese Kosten halt eingespielt worden sind, da kann man sich dann auch noch was von teilen. Also das heißt, da ist noch was eingebaut, dass ihr am Ende, nachdem das Konzert irgendwie super gelaufen ist, auch noch was davon bekommt. Und irgendwie sowas finde ich schon gut für die Bands, dass man sich nicht immer so darauf verlässt, okay, jetzt gibt es hier irgendwie nur die Garantie und damit ist man zufrieden. Und es macht schon Sinn, dass ich jetzt zum Beispiel für die Bands irgendwie versuche, irgendwie das Beste rauszuholen, sodass am Ende nicht nur der Veranstalter was von dem Konzert hat, sondern also wenn es gut läuft, sondern die Band halt eben auch. Da gibt es, das müsste ich jetzt hier irgendwie aufschreiben, aber es gibt wahrscheinlich irgendwie so 10 Deal-Modelle, keine Ahnung. Die Agentur kriegt davon die Provision, also die 15%. Ja. Es kommt immer ein bisschen drauf an. Also zum Beispiel bei Ilge Nur beispielsweise, bei der einen Band, die ich jetzt als Beispiel gebracht habe, die hatte vorher noch gar keine Festivals gespielt. Da habe ich dann eher so ein bisschen geschaut, was sind die Festivals eigentlich so bereit anzubieten. Also ich bin da eher so, dass ich sage, mach du mir ein Angebot. Als dass ich dann sage, ich möchte irgendwie, hätte ich zum Beispiel nur gesagt, ja, wir machen das für 300 € oder so. Aber ich habe dann so immer so Offer um die, keine Ahnung, 500 mal auch 700 oder 800 € bekommen. Und dann habe ich so ein bisschen ein Gefühl, wo sich das so einpendelt. So. Und manchmal gab es halt eben auch mehr, wie zum Beispiel bei Popkultur. Was natürlich total toll ist, aber so kleinere Indie-Festivals haben dann so in der Regel so um die 500, 600 € bezahlt und so bei kleineren Bands, wenn man da so ein Wochenende voll bucht mit zwei, drei Festivals, wo dann irgendwie so Gagen gezahlt werden um die 500, 600 €, wo dann eben noch meine Fee von abgezogen wird, dann ist das, glaube ich, schon ein relativ gutes Einkommen so an einem Wochenende. Wenn dann aber so eine Band sagt dir auch manchmal, wir spielen keine Festivals unter, keine Ahnung, 2000 € oder so, weil wir haben folgende Kosten, dann verkaufe ich das natürlich auch so dem Festival gegenüber. Also das ist, sagt man so, was ruft denn die Band an Gage auf oder so. Und dann bekomme ich eben manchmal auch von den Managements oder eben auch ja, von den Agenten ganz konkret gesagt, die bestätigen nichts unter 5000 € oder so. Und das verkaufe ich dann natürlich auch das leite ich dann quasi als Info an die Festivals weiter. Wenn dann irgendwie ein Offer kommt von 2000 €, sage ich dann auch so, also da brauchst du jetzt auch nicht mit drei oder vier kommen, die bestätigen nichts unter fünf. Kommt immer so ein bisschen aufs Festival drauf an. Also jetzt, es gibt natürlich auch Festivals, denen ist das relativ egal, ob du ein Label hast oder Releases oder so. Oder also ob du auf einem Label veröffentlichst. Anderen Festivals ist das schon wichtig, dass, weil du ja als Band auch, wenn du das Festival ankündigst, natürlich ja auch Werbung machst für das Festival. Also du hilfst ja quasi dem Festival Tickets zu verkaufen. Bestimmten Festivals ist es natürlich schon wichtig, dass du als Band präsent bist, dass Leute dein Album kaufen, sehen, du spielst bei dem Festival. Also diese Reihenfolge der Wahrnehmung ist vielen Festivals natürlich schon wichtig, klar. Also, ja.
Ich glaube, dass das heutzutage schon ziemlich wichtig ist. Also so bei, wenn man auch so Musik zugeschickt bekommt, also mir ist es jetzt nicht so wichtig, aber ich sehe ja dann schon irgendwie, wenn du jetzt irgendwie 200 Likes bei Facebook hast oder so mit deiner Künstlerseite, dann habe ich ja schon so ein bisschen Gefühl dafür, ob im Gegenteil, wenn das jetzt irgendwie 3000 sind oder so, aber ja, ich weiß nicht, mich würde das jetzt trotzdem irgendwie nicht aufhalten. So, das kann sich ja auch entwickeln. Also, aber ja, ich glaube, so Social Media ist schon wichtig. Gerade so, ja, auch so was wie Instagram oder so, da kannst du für die, ja, musst du nicht, ja. Ich weiß nicht, entweder du verweigerst dich dem eben und machst es nicht, oder. Aber ich, so, das nur so halbgar zu betreiben, macht dann vielleicht auch nicht so Sinn. Aber man muss es ja auch mögen. So. Also, ja. Aber mit den Live-Videos ist das schon mal super. Okay. Aber wenn Video als Format, der für dich auch irgendwie wichtig ist, um deine Kunst so zu präsentieren, dann macht das ja total Sinn. Also wenn das so eine Verbindung ist zum Visuellen. Okay. Ja, ich glaube, es wird schon auch Sinn machen, Musik so bei SoundCloud oder so hochzuladen. Einfach, um auch so ein bisschen dich breiter aufzustellen. Weil vielleicht schauen Leute nicht so gern Live-Videos, aber mögen deine Musik so. Um denen das zur Verfügung zu stellen, meine Hi. So. Nee, eigentlich komisch, weil es klingt ja so, als hättet ihr schon so die Basis geschaffen, dass jetzt auch irgendwer sagen könnte, ich würde gern. Ja. Ja, du, ich weiß nicht, woran es liegt. Nee, also wüsste jetzt nicht, warum da jetzt Berlin hinterstehen muss, aber ja, für viele hat es natürlich schon einen Anreiz, dann. Aber ich würde jetzt dir nicht raten wollen, deinen Lebensmittelpunkt nach Berlin zu verlegen. Ja. ja, dann musst du halt weiter einfach dranbleiben. So. Ja. Aber wie ist jetzt gerade so euer Setup so? Also ihr organisiert das alles selber oder? Ja. Dann ist es ja total schwierig. Ja. Aber dann, wenn du zum Beispiel nie in dieser Szene stattfinden möchtest, dann ja, aber dann, aber jetzt ärgerst du dich ja. Aber jetzt hast du ja so ein bisschen den Stempel. Also hätte man sich vielleicht auch überlegen können, ist das jetzt so sinnvoll, dass wir jetzt nur so bei Jazz-Festivals spielen, weil jetzt haben wir so den Stempel Jazz-Band. Und ja.
Ja. Ja, aber das ist dann ja irgendwann auch so eine Art Selbstläufer bei so jemandem wie ihm. Also dann, das hat ja auch total viel damit zu tun, wie ihr euch vielleicht präsentiert. Also da haben ja auch dann Leute drüber geschrieben oder das Label hat über den schreiben lassen. Der Pressetext war vielleicht von Anfang an so und so und die ganze Aufmachung. Also vielleicht hat es auch ein bisschen damit zu tun. Vielleicht, ich weiß ja nicht, wer schon über eure Musik zum Beispiel geschrieben hat oder vielleicht schickt man es auch mal Leuten, die man einfach auch so erreichen, die das andere Publikum, was ihr eigentlich haben möchtet, erreichen könnte so. Also vielleicht habt ihr da noch nicht so den richtigen Zugang gefunden, weil nicht nur, ja, genau. Ja. Ja, bitte. Du? Ja. Nee, also ja, wahrscheinlich in der Regel nicht. Ja. Kommt aber auch voll aufs Festival an. Also ich weiß nicht, wenn das jetzt irgendwie ein kleineres Festival ist oder vielleicht sogar, wenn es jetzt irgendwie die Fusion ist oder so, dann ist das jetzt, glaube ich, nicht so nötig. Aber ich schätze mal, die kriegen auch 1000 Bandbewerbungen und ich weiß auch nicht, wie die sich da durchfühlen. Aber so ein Festival mit so einer Attitüde vielleicht, denen ist das jetzt gar nicht so wichtig, ob da jetzt irgendwie eine Booking-Agentur einem schreibt. Vielleicht sogar eher nicht, ich weiß nicht. Aber dann ist es vielleicht eher die schiere Masse an Mails, die dann das Hindernis wird, weil die Leute das vielleicht auch so ein bisschen wissen. Ja. Also finden auch alle meine Bands scheiße. Weil, ich weiß nicht, das kostet, glaube ich, kostet das monatlich Geld oder ich weiß es nicht, aber es gab auch mal so das Festivals, ja genau, irgend so ein Showcase-Festival hatte quasi, also wo man, das ist in Ljubljana und dachte mir so, ach cool, schick so den Link, für die Bewerbung an den Manager einer Band hier, kannst du das mal bitte ausfüllen und mit den ganzen Infos, ich weiß nicht alles. Und dann hatte ich mir den Link gar nicht richtig angeguckt, aber dann war das so, man musste quasi einen Gig mit Profil haben, um sich da zu bewerben. Und dann, nee, das machen wir jetzt nicht extra dafür. Also so, ich weiß nicht, also ich benutze das nicht oder, nee, keine Ahnung. Ich glaube, ich stehe dem eher negativ gegenüber. Ja. Du nochmal? Also in dem Fall macht es mir total viel Spaß, weil also ich bin von Anfang an mit dabei. Wir kennen uns alle, also alle, die sagen wir mal, in dem Team sind, wir kennen uns so persönlich mittlerweile auch sehr gut und sind so neben der Zusammenarbeit auch irgendwie so befreundet. Das ist jetzt nicht normal oder so, aber das ist irgendwie voll schön, das macht es total angenehm so. Das ist was auf jeden Fall daran Spaß macht, so dass man offen und ehrlich einfach sagen kann, ja, das machen wir jetzt nicht oder so und dass man da so eine Sprache spricht irgendwie. Ja, und so wegen der Aufmachung, oder was ist meine Aufgabe? In dem Fall, sagen wir mal, läuft es von Anfang an ziemlich gut so, dass da kommen irgendwie viele Dinge zusammen, die ja letzten Endes auch irgendwie dafür sorgen, dass es Spaß macht, nämlich dass ich das vielleicht so an den richtigen Momenten, an den richtigen Leuten, Festivalbookern und Bookerinnen so geschickt habe. Und vielleicht dafür gesorgt habe, dass sie ja, letztes Jahr, dieses Jahr bei den richtigen Festivals gespielt hat, so dass man irgendwie Schritt für Schritt geht. Ich meine, es gibt noch kein Album, noch kein Release. Und ja, das. Mit dieser Tokotronic Support Tour, da hatte ich jetzt nicht so viel mit zu tun.
Aber das sind natürlich irgendwie Sachen, die total positiv sind, so. Im Prinzip, dass man den Gesamtplan direkt mit der Band entwirft. Und wenn ich jetzt nur nationaler Promoter bin, bin ich nur dieser eine Teil des Gesamten. Da sitzt dann quasi die Person, die Agent ist, spricht dann mit mir, nachdem der Agent schon mit der Band, dem Management diesen Plan gemacht hat, was sie denn jetzt in Europa touren wollen. Nachdem der Plan steht, kommt der dann zu mir und sagt: Lukas, was machen wir in Deutschland so? Und dann bin ich vielleicht an der Schnittstelle, wo ich diesen Plan mitgestalten kann, so im Kleinen, oder da meinen Input geben kann. Aber mir macht es halt Spaß, schon vorher das Gesamte so mit zu entwerfen. Naja, vielleicht, dass ich neue Songs zugeschickt bekomme und mein Feedback geben kann. Ja. Aber jetzt, ich mische mich jetzt nicht bei Artwork oder sonstigen Sachen rein. Oder was meinst du? Ja, also zum Beispiel bei einer anderen Band habe ich mal Album-Demos bekommen und die haben mir überhaupt nicht gefallen. So. Irgendwie, das klang für mich jetzt so nicht wie die Band, die ich eigentlich mag, so, also diese Band, sondern es war so, ja, es hat mir einfach gar nicht gefallen. So. Und dann habe ich mich total schwer damit getan, Feedback zu geben. Hat vielleicht dann so ein bisschen gedauert und also, oh. Und dann habe ich es einfach aber auch ehrlich gesagt, so, dass ich erkenne euch da irgendwie nicht so richtig wieder oder was wollt ihr denn damit eigentlich? Oder keine Ahnung. Und dann war das aber in dem Moment ganz gut, vielleicht, dass ich es nicht der Band gesagt habe, sondern dem Manager der Band, weil der war auch so, ja, ich finde es auch nicht so geil, gut, dass du es auch so siehst. Und ja, dann war es, glaube ich, ganz gut, ehrliches Feedback zu geben. Und ich will jetzt nicht sagen, dass ich daran jetzt groß was geändert habe oder so, aber ich hätte auch einfach sagen können, ja, geil, mach mal weiter und so. Und dann, also jetzt das finale Album, was ich dann bekommen habe, hat mir dann im Endeffekt besser gefallen als der Anfang von dem Ganzen, was mich dann wiederum gefreut hat. Und vielleicht hat mein Feedback am Anfang ein bisschen was bewirkt, weiß ich nicht. Aber das sind dann eben so die Punkte, wo man so ein bisschen Einfluss hat, den ich sonst nicht habe als Promoter. Ja, man vergisst auch Sachen. Ja, also genau, das meiste ist ja per E-Mail. Man versucht natürlich schon so seine eine Form einzuhalten, zum Beispiel jetzt mit Bestätigungen und Deals, wo dann irgendwie bestimmte Sachen so festgehalten werden. Und klar, spreche ich irgendwie, alle haben so ihre eigene Art und da lässt man sich dann so ein bisschen drauf ein, aber Fehler passieren zum Beispiel, habe ich mal irgendwie wahrscheinlich so mein erstes richtig großes Offer für eine Band mal an Agenten geschickt für ein Festival und ich habe eine Null zu viel dran gepackt. Und es ist mir dann aufgefallen und ich habe dann so hinterher geschrieben: okay, sorry, I made a mistake. It's actually this amount. Und ja, er hat mich dann halt so ein bisschen aufgezogen und hat dann so geschrieben: Ah, shit, ich habe das Offer schon weitergeleitet. Und ich hatte dann so: Fuck, ja. Und dann: Ja, yeah, was just a joke. Also so. Aber sowas kann halt dann auch mal in die Hose gehen. Ja. Ich glaube, ich habe keine Zeit mehr. Ja. Ist es zu Ende? Okay. Danke. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht.